herzlich willkommen bei Wetzel Automobile. Liebe Porsche-Freunde, ich habe hier heute einen richtig spannenden 997S Coupé in Achatgrau. Das Auto, also ich habe den Wagen verkauft vor einem halben Jahr ungefähr. Und da war der so schnell weg, so schnell konnte ich gar nicht gucken, weil der hat nämlich erst 42.000 Kilometer runter, jetzt glaube ich 45.000 Kilometer runter. Und ich kenne die ganze Geschichte von dem Auto. Es gibt ein ganz tolles Video von dem Auto, das hängen wir jetzt gleich hinter das neue Intro ran. Ich möchte nur ein, zwei Sachen nochmal dazu erzählen, mal kurz die Highlights, dass man weiß, was jetzt gleich kommt. Also 2008er Baujahr, 9.6. zugelassen, deutsches Auto, in Hamburg ausgeliefert, 45.000 Kilometer gelaufen und auch belegt. Und die Geschichte stimmt, ich kenne die ganze Geschichte von dem Auto. Ja. Ich habe den von einem Kunden damals abgekauft. Sein Bruder hat den damals aus erster Hand gekauft, dann hat er ihn übernommen und jetzt der jetzige Eigentümer. Und der hat nur festgestellt, er hat keine Lust irgendwie auf Porsche. Er hat das zwar ein Experiment und er hat es gemacht, aber hat dann gesagt, irgendwie brauche ich es doch nicht. Jetzt ist er wieder zur Verfügung. In der Zeit, wo der da war, so bin ich dann, dann hat er irgendwie mich angesagt, irgendwo da tropft irgendwie jetzt Öl, da war irgend so ein, irgendwie, keine Ahnung, was es war, hat was getropft, war eine Dichtung kaputt, hat 4.000 Euro gekostet, habe ich bezahlt, so, ne, habe ich mit, also mit ihm so ein bisschen geteilt, anteilsmäßig, und jetzt ist das, also das Auto ist total trocken, alles ist perfekt an dem Auto, und Tiptronic habe ich schon gesagt, TÜV 624, Scheckheft gepflegt, letzte Wartung am 11.05.23. Hamburg ausgeliefert, habe ich schon gesagt, diese Ölverlustgeschichte hat 5.000 Euro sogar gekostet. Und ja, Geschichte bekannt. Das ist jetzt ein neues Intro von dem Auto. Wir hängen jetzt das alte Video hinten dran, also ein Eigentümer mehr. Und Top-Auto, wer Lust auf einen 997 hat, ein S. Aus erster Serie mit den richtigen, mit Rückleuchten vom 992, die fand, habe ich die gewechselt damals, das weiß ich gar nicht mehr genau. Fand ich nämlich schöner und das sieht ganz toll aus. Guckt es euch an, wenn das was ist, gerne vorbeikommen und dann ist es vielleicht ihr neues Auto und steht in der Garage. Und ich schicke jetzt mal trotzdem Grüße, mir ist nämlich gerade was eingefallen, wo ich noch nie gegrüßt habe hin, ja, nach Dortmund. Deswegen habe ich meine HSV-Mütze aufgesetzt extra. Aber Dortmund ist auch cool. Also, hat gerade tolles Spiel gemacht gestern in Mailand, glaube ich. Ne? Ich weiß gar nicht genau. Egal. Cool. Also, in diesem Sinne viel Spaß beim Video, was jetzt kommt. Und Wetzel wieder aus Hamburg. Tschüss. Hallo, herzlich willkommen bei Wetzel Automobile. Liebe Porsche-Freunde, manchmal gibt es ja so Perlen, die Delikatessen, Autodelikatessen wieder. Haben wir hier das Thema wieder? Wieder mal. Erwähnen wir oft im Moment, ich weiß gar nicht warum. Hier steht wirklich eine richtige Perle. Hier steht ein 997, erste Serie aus 2.8, ein S, Coupé mit Schiebedach, in Achatgrau heißt, glaube ich, diese Farbe. Und der Hammer an diesem Auto, 40.000 Kilometer gelaufen. Ich kenne die ganze Geschichte von dem Auto. Ich habe... Also ich kenne das Auto, ich weiß genau, dass das alles stimmt, ja, so. Und steht hier top gepflegt, in einem Top-Zustand. Ich weiß gar nicht, was ich noch erzähle. Eigentlich braucht man gar nicht viel erzählen zu dem Auto, weil wir gehen mal rum, komm. Weil das ist einfach so ein, also wer sich den schnappt, hat so ein Glück, sag ich dir, wirklich. Der hat so ein Glück, weil du kriegst sowas nicht mehr. 40.000 Kilometer gelaufen. Also die stehen manchmal irgendwo in der Garage, werden aber nicht rausgeholt und werden verkauft, weil die Leute sie einfach behalten. Und jetzt ist hier so ein Auto auf dem Markt mit der Kilometerlaufleistung, die auch belegt ist. Und dann auch noch ein S ist und dann auch noch in diesem Zustand, in dieser Farbe und dann auch noch Tiptronic. Also es ist ja immer so witzig. Es ist ja wirklich witzig, ja, finde ich. Wenn die Autos älter werden, dann sagen die Leute immer, oh nee, ich als Schalter 964, 993 muss geschaltet werden und so. Und wenn die Autos dann jünger werden, so wie 997, da wollen viele Leute einfach schön Tiptronic, PDK und das ist halt easy zu fahren in der Stadt, ganz entspannt, alles toll. Also ich finde es auch tatsächlich, macht echt Laune. Guck mal hier, so sieht der Motor aus. Ja? Also 40.000 Kilometer, ne? Also da ist auch von oben noch nicht viel Staub reingekommen.
Also da hat nichts, ja. Kein Kratzer, keine Beulen, gar nichts. Hier die ganzen die Felgen. Ich fand die Felgen damals, also als ich noch Porsche gefahren bin, moderne Porsche gefahren bin, war 997 gerade in, also die waren gerade das aktuelle Modell. Da habe ich den auch gehabt, weil ich das Vorgängermodell, dann gab es irgendwann diese Felgen hier. Und wieder, wow, der ist ja cool. Den wollte ich dann immer haben, habe ich mir aber nicht mehr gekauft. Bin ich in alten Volvo gefahren, so wie du. Ja, wie ich. Alter Volvo. Ja, bumm. 745, weil ich hatte kein, immer alles rein, hinten einfach Platz. War geil. Nein. der hat ja hier die Lampen vom 99, vom Nachfolgemodell drin. Find ich total schön. Und so steht er hier. Was soll ich sagen? Wollen wir vorne rein, bitte, Thomas? Ja. So, hier hat er einen Steinschlag. Hier, ein Steinschlag. Da ist er. Also, ja, alles picobello sauber. Alles gut. Halt nicht so lange hin, da liegen noch 2-3 Krümel, habe ich gerade gesehen. Komm, gucken wir rein. So. Guck mal, also jetzt siehst du hier wirklich mal, also so sehen Sitze aus, wenn sie 40.000 Kilometer gelaufen haben. Ja? Da ist noch nichts glänzend oder irgendwas, es ist noch so ein bisschen matt. Also Sitzfläche vielleicht ein bisschen hier, aber diese ganzen Einstiege, das ist alles tipptopp. Hier ist nicht ein Kratzer, nichts ist hier drauf. Der Wagen sieht nahezu so aus, wie er ausgeliefert wurde, ja? In dem Zustand. Hier Volllederausstattung, Alcantara-Himmel, Schiebedach. Ich muss da gar nicht mehr viel zu sagen. Wir fahren den jetzt. Komm, ne? Das machen wir. Das ist mega. Der steht hier einen Tag. Wollen wir wetten? Ja, halte ich mit. Hältst du mit? Ja. Schade. Beide können wir ja nicht wetten. Nee, das stimmt. Ich sag, der steht nicht mal einen Tag. Naja, ein Tag ist ein Tag. Ob jetzt kürzer als ein Tag oder ein Tag, ist auch Schwachsinn. Also okay. Dann sagst du 2 Tage und ich sag ein oder ich sag 2 und du sagst ein. Dann sag ich ein, du sagst 2. Nee, verliere ich ja. Bin ich mir sicher. Alles dabei bei dem Auto. Also alles, Bordmappe, Scheckheft, alles gut. Ja? Wir fahren jetzt, komm. Mich schon wieder das Gepiepe hier die ganze Zeit, weil ich muss mich mal anschauen. Wenn im Parken geht irgendwie nicht. So. Oh. So. Heieiei. Also wirklich tolles Auto. Wer das Auto kaufen möchte, haben wir eingekauft, ist unser Auto. Gerne anrufen und vorbeikommen. Ich würde schnell sein, schätze ich mal. Und dann hat hier jemand ein ganz tolles neues Auto. Ja? Danke fürs Zuschauen und ich schicke heute mal Grüße nach Regensburg. Heiliger Boden. Habe ich mich mal qualifiziert für einen Ironman Hawaii. Bam. Bam. Altersklasse gewonnen. Weißt Bescheid? Boom. Also wer sich auskennt, damals, weiß, was das bedeutet. Und heute, ich bin gestern gejoggt mal eine Stunde. Du, ich kann mich heute kaum bewegen. Ich komme gar nicht raus. Wenn du filmen würdest, wie ich hier aussteige, dann lachst du dich tot. Alles klar. Danke, Wetzel Automobile und Grüße aus Hamburg. Tschüss.